Einen wunderschönen guten Morgen, ihr wundervollen Liebesseelen. Ja, ihr wundervollen Liebesseelen. Ich habe das Video von Ray hier reingetan, weil ich finde, er bringt all das, worüber wir schon die ganze Zeit hier reden, worüber ich schon die ganze Zeit aufmerksam mache, so wunderbar auf den Punkt, so strukturiert. Ja, großartig. Und es ist eine große Prüfung für uns alle. Diese Prüfung, wie stehe ich zu mir? Diese Prüfung, wie gehe ich mit mir in meinen inneren Prozess? Bin ich mutig oder verstecke ich mich oder laufe ich mit der Masse? Dieser Prozess, so wie er das sagt, wir sind alle auf der Abschlussprüfung, sehe ich ganz genauso. Ich sag ja schon immer, wir leben in der lichtvollen Zeit. Das bedeutet, wenn ich das sage, ich bin schon in der lichtvollen Zeit, dann bedeutet das, dass ich zu mir stehe, dass ich meine Wahrheit ausspreche und dass ich mich ausgerichtet habe vor vielen Jahren an meinen Schöpfer, genauso wie er es sagt. Ja, die innere Wahrheit. Deswegen sage ich immer, fühlen, fühlen. Er sagt, frage dein Gewissen. Ich sage, frage dein Herz, weil es damit verknüpft ist. Das innere Wissen, das ist unsere Seele. Und unsere Seele, genauso wie das Herz, kennt die Wahrheit. Und wenn wir ganz ehrlich zu uns selber sind und spüren und fühlen, dass mir das nicht mehr gefällt, ja, dann darf ich das hinterfragen. Dann darf ich fragen, warum gefällt mir das nicht? Warum mache ich dann noch mit? Aus Angst, mein Leben zu bestreiten. So geht es den meisten. Die meisten gehen ihren Weg und warten auf etwas, aber so läuft es nicht. Und deswegen sage ich ja, habe ich ja auch in meinem Impuls für den September ganz deutlich angesprochen, das Thema der künstlichen Intelligenz, das Thema der Illusion und des freien Willens. Wir haben unseren freien Willen. Wir können manifestieren. Das können wir aber nur, wenn wir unsere innere Arbeit gemacht haben. Sonst fallen wir immer wieder in diese Opfer- und Täterrolle. Und wenn wir unser Herz leben, unsere Freude, unsere Begeisterung, das tun, was wir lieben, dann brauchen wir kein Vorbild sein, weil wir sind es. Das ist doch der Schlüssel. Es geht darum, dass wir das tun, was wir lieben. Und wenn ihr merkt, das ist mir zu viel, oder ich sage dann öfter schon mal, ja, aber ich meine nein, das funktioniert nicht mehr. Es kommt alles sofort auf uns zurück. So wie sich das Karma jetzt mehr und mehr auflöst. Von den Alten über die Ahnen. Genau so löst es sich bei uns auf. Sobald ich etwas tue, bekomme ich die Rechnung. Also tue ich doch etwas Schönes. Dadurch multipliziere ich doch das, was in meinem Leben ist. Gute Gedanken. Und wenn etwas in deinem Leben passiert, etwas geschieht oder mit dir umgegangen wird und du immer und immer und immer wieder darauf hingewiesen hast,
So geht das nicht. So möchte ich das nicht. Ich möchte das so. Dann heißt es eines Tages, davon Abschied zu nehmen. Aber nicht aus Boshaftigkeit, sondern weil du einfach weitergehst. Glaub mir, ich weiß, worüber ich rede. Und dann wundert man sich vielleicht, wow, das war jetzt gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Genau, weil wir im Inneren genau wissen und fühlen, was für uns das Beste ist. Ich richte mich immer mit meinen Informationen hier an die beseelten Menschen. Und die anderen werden dann auffallen, mehr und mehr. Sie können nicht mehr existieren. Es ist genauso, wie Ray sagt, sie ernähren sich von uns. Macht euch darauf gefasst und seid euch selbst das Nächste, die Nächste. Immer zum Wohle aller anderen. Richtet euren Geist und euer Herz auf die Liebe aus. Das ist der innere Prozess. Geht durch eure Schattenseiten. Alles kommt jetzt ans Licht. Und seid in der Freude. Seid mutig. In der Hoffnung. Und hilft denen, die das noch nicht richtig sehen, aber sich das wünschen, die den Wunsch darauf haben, auch so leben zu wollen. Sagt ihnen, mache deine innere Arbeit, dein innerer spiritueller Prozess, geh da durch und dann benutze deinen freien Willen. Erst dann sind wir doch in der Lage, uns selbst zu lieben. Und der Selbstliebungsprozess, der breitet sich aus. Das ist das Licht. Versteht ihr? Und das ist wunderschön. Und dann sind wir automatisch ein Vorbild für andere. Wir stehen da, können die Wahrheit ganz liebevoll aussprechen und sagen, so ist das und so ist das. Und das möchte ich. Genau so. Und das wünsche ich uns allen. Ich wünsche uns das Bewusstsein. Ich wünsche uns, dass wir uns auf den Weg machen und nicht warten. Umso schneller jeder Einzelne sich auf den Weg macht, mutig zu sein, seinem Herzen zu folgen, diejenigen an die Hand zu nehmen, die vielleicht noch in diesem Irrgarten hin und her wankeln und sagen, schau, so habe ich das gemacht und so kannst du das auch. Wir sind frei. Wir brauchen nicht knechten. Je mehr Menschen das merken, je mehr Menschen diesem System nicht mehr dienen, desto schneller ist es erledigt. Und dann offenbart sich die Schöpfung in uns, auf diesem wunderbaren Planeten, mit uns, in Freiheit, in Liebe, Leichtigkeit, Heiterkeit, Sonne. Wir brauchen nur zum Himmel schauen, dann sehen wir doch, was dort geschieht. Sie wollen uns von der Sonne abtrennen, aber es gelingt ihnen nicht. Unsere Sonne ist viel stärker, weil die Sonne in uns reflektiert die Sonne am Himmel, also strahlt, was das Zeug hält. Und dann öffnet sich der Himmel, weil sie haben keine Chance. Hört mal genau hin, was Ray sagt. Hört mal genau hin, was er sagt. Nur
durch unsere Freiwilligkeit kann das weiterlaufen. Und wenn wir ihnen die Macht entziehen, indem dass wir sagen, ich mache da nicht mehr mit, ist es vorbei. Ganz einfach. Es ist vorbei. Und dann werden wir auch die Seelen oder Menschen aus unserem Leben verabschieden, die dann noch mitmachen. Dann werden wir erkennen, wer ist authentisch, wer ist wirklich in der Liebe und wer macht sich auf dem Weg. Wir haben jeden Tag, jeden Moment, jede Sekunde die Möglichkeit, uns umzuentscheiden. Allerdings nur noch bis einen gewissen Zeitpunkt. Und dann trennt sich das Ganze. Das meinte ich, als ich sagte, die Welten trennen sich. Es ist so. Dann wird die dunkle Seite nicht mehr benötigt, weil wir einfach den Schöpfer in uns aktiviert haben. Dann brauchen wir die dunkle Seite nicht mehr. Die dunkle Seite dient dem Licht. Genau so ist es. Aber dennoch müssen wir als allererstes, wenn wir das wollen, mit unserem freien Willen, durch diesen Prozess. Ja, ich wünsche uns allen das Bewusstsein und den Wunsch und das Streben nach der Liebe und der Freiheit und dem Glück, ohne darauf zu warten, das macht der schon oder da kommt noch was. Jede einzelne Seele zählt, jede einzelne Seele, wie auf dieser Seite, wie auch auf der anderen Seite. Und auch hier sagt er es ganz klar, sie wollen unsere Seelen benutzen. Sie wollen uns auslutschen, sagt er. Hört euch das genau an. Genauso ist es. Also nehmt euer Herz, geht in eure Schöpferkraft und sagt zu euch, ich bestimme über mein eigenes Leben. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Es geht um Entscheidungen. In unserem Leben. Wie möchte ich weiterleben? Fühlt in euch hinein, wie fühlt sich das an? Ist da eine Resonanz? Dann geht diesen Weg. Fühlt euer Herz. Geht zu Gott, zu eurem Schöpfer. Und dann eröffnet sich etwas ganz, ganz Wunderbares. Die Hoffnung, der Glaube, die Liebe, das, was wir sind. Und dann kommt es mehr und mehr in die Welt und alles andere, dieses System, wird nicht mehr benötigt. Jetzt wünsche ich euch erstmal einen wunderbaren neuen Tag mit neuem Bewusstsein. Für euch selber und für eure beseelten Mitmenschen. Nehmt sie an die Hand, öffnet ihnen mit die Augen, damit wir schneller durch diesen, ich nenne es mal Geburtskanal, kommen, damit wir schneller durch diese Prüfung kommen. Jede einzelne Seele für sich und jede einzelne Seele gemeinsam mit allen Seelen und unserem Schöpfer. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag, einen wunderbaren neuen Tag. Alles Liebe, eure Susanne.